Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Gaming Dragon und zu einer weiteren Episode von Fallout 4. Wir haben im letzten Part quasi die Siedlung hier erreicht und sind besser als ausarbeitet. Bauen wir ein paar Pflanzen für die für mein Dorf. So, Tür öffnen, gucken wir uns mal an, was da drin noch so rumliegt. Können wir schlafen? Nee, können wir nicht schlafen. So. Zwei Schuss damit, das ist nicht viel. Aber wir werden weitergehen und wir werden die Daten und die Aufgaben. Erster Schritt. Tötet die Raider in Cover. Tötet Raider. So, jetzt müssen wir nur herausfinden, wo die sitzen. In der Map. Das ist ja wieder Gewaltmarsch. Hops. Inventar. Mit dem Messer geht's besser. Kotzi, wo bist du? Kotz, was? Häuser. Kleidung, Hilfsmittel. So, bisschen Leben dazu gegessen. Was ist denn da los? Entdeckt! So, den Thema. Entdeckt! Entdeckt! Aber er hat nichts gemacht. Ich hab den Kill. Erledigt. Aber auf jeden Fall, man muss eins sagen, es ist eine echt wunderschöne Atmosphäre. Man kann hier sagen, was man will. Das Spiel macht verdammt viel richtig.
Zumindest schafft es irrsinnig viel Stimmung. Okay. Mit 6 Schuss im Lauf, das kann schon wieder ein bisschen was. Kuli! Muckole! Also ganz ehrlich, das Wandern ist ziemlich mühselig. Das sollte nicht Fallout 4, sondern Fallout Wandern heißen.
So, gleich hinter Lexington ist das, was wir suchen. Oh, wir haben ein Level Up. So, wir haben ein Level Up. Ja, mach mal. Mist. Ach, das war jetzt mistig.
Ui, das wird eine Folge des Sterbens. Das große Sterben. Inventory! Springmesser! Zahn der Zeit und fehlende Pflege haben diesem Ort hier mehr zugesetzt als jeder Ort. Ah, hallo! Ich habe nur leider kommen. So, Köterkeule ist. Es könnte sich lohnen, die Nase in ein paar dieser Gebäude zu stecken. Bringt man, wo war noch nix, oder? Wieder was gefunden.
Wenn ich da jetzt runterspringe, falle ich auf jeden Fall auf die Fresse. Mal hinreisen. Da ich den Ort zumindest schon mal auf der Karte hatte. Fuzzi! Kommst du bitte her? Mal langsam schleichen. Ich weiß, ich habe wieder Zeit, aber meine Zeit ist ein bisschen verschwunden, aber ich. Inventor. Ein Töterkolben. Ja. So, meine lieben Freunde. Das war's, würde ich sagen, für heute von Fallout 4. Wie wir uns hier weiterschlagen werden, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Und ich sehe euch dann auf der unprofessionellen Endcard wieder. Bis gleich. Hallo meine lieben Freunde, wie immer, hallo meine lieben Freunde, das war der Part von Fallout 4, ich hoffe es hat Spaß gemacht. Wie immer, unten in meiner Videobeschreibung der Link zum lieben Lunk, mit dem ich die Elder Scrolls Online Let's Play, auch alle meine Let's Plays, bis zu auch die abgeschlossenen und wie schon gesagt, ich würde mich gern über. Ich freue. Heute habe ich ein bisschen einen Sparfehler. Ich würde mich natürlich freuen über ein Abo und einen Daumen rauf. Bis dorthin verbleibe ich als euer Gaming Dragon mit einem heißen Fario für diesen Part.